Ich habe vor mittlerweile knapp 2 Jahren eine Anfrage bekommen, einfach als E-Mail von Charlotte Scalier. Die ist Professorin für Geschichte unter anderem in Kanada, Victoria, Kanada. Und die hatte die Idee, ein Projekt zu machen, Graphic NovelistInnen zusammenzubringen mit Überlebenden, Holocaust-Überlebenden und die ZeichnerInnen die Geschichten erzählen zu lassen. Und ich war auch die Erste, die sie gefragt hat, und ich war ganz sehr interessiert an ihrer Idee, weil ich ja auch schon öfter mal Biografien gezeichnet habe. Das heißt, das ist aber die Idee, wirklich mit jemandem selbst reden zu können und ihre Geschichte zu hören, war für mich schon auch was sehr Besonderes. Wir sind ja drei Zeichner und Zeichnerinnen, die das machen, mit drei verschiedenen Überlebenden. Und ich durfte Emmy dann kennenlernen zum ersten Mal in der Gedenkstätte Ravensbrück im Sommer 2019 war das. Und konnte noch im Februar diesen Jahres sie besuchen in Israel bei ihr zu Hause. Und wir hatten wirklich 4 Tage Zeit, uns zu unterhalten. Und auf Basis dieser Interviews gestalte ich jetzt eine Graphic Novel. Es ist für mich eine sehr besondere und sehr gute Erfahrung, mit Emmy zu arbeiten. Emmy ist einfach eine besondere Frau, die hat ja ganz viel Humor, die ist eine ganz starke Frau, die ist auch einfach jemand, die ständig sucht nach Wahrheit, nach ihrer Erinnerung und die immer sehr präsent ist im Gespräch. Es ist einfach auch sehr intensiv mit ihr zu sprechen, weil ihre Erinnerungen sehr präsent einerseits sind und einfach natürlich sie ganz schreckliche Dinge erlebt hat. Und ich mitbekomme, wie sie, wenn sie sich erinnert, da wenig Distanz hat, glaube ich, auch zwischen sich und diesen Erinnerungen. Es ist sehr nah. Es scheint sehr nah zu sein. Und was sie, finde ich, auch sehr besonders macht, mit ihr zu sprechen, ist, wie akkurat sie darin ist, auch zu sagen, das ist ein Teil, an den ich mich nicht erinnere. Das ist ein Teil, den hat mir jemand anderes erzählt, der sich daran erinnert. Und das ist der Teil, an den ich mich selbst erinnere. Weil man muss wissen, sie war 5 Jahre alt, als sie in das erste von drei KZs kam, die sie überlebt hat. Und sie hat erlebt, wie ihre Mutter neben ihr starb, kurz nach der Befreiung. Und selbstverständlich gibt es sehr viele traumatische Punkte in ihrer Erinnerung. Und das mit ihr zu umrunden, umranden, ihr dazuzuhören und wiederum zu übersetzen in Bilder und dann auch diese Bilder wieder mit ihr zu besprechen, ist wahrscheinlich die nahegehendste Zeichenerfahrung, die ich bisher auch gemacht habe. Wenn ich zeichne, es ist nicht so, dass ich direkt anfangen kann zu zeichnen, sondern da gibt es ja ganz viele Schichten an Recherche, mit denen ich arbeite. Einmal sind das selbstverständlich vor allem die Interviews mit Emmy selbst, die ich auf Tonband habe, die ich auch transkribiert habe. Mit diesen Texten arbeite ich vor allem. Und dann ist es aber klar, zusätzlich die historische allgemeine Recherche. Hier arbeite ich ja auch mit HistorikerInnen zusammen, die mir da teilweise auch helfen. Also ich lese Bücher über Ravensbrück und so weiter. Also es gibt ganz viel Begleitmaterial, weil ich ja auch versuchen muss, meine Bilder so wahr wie möglich zu gestalten. Von ganz vielen, und das ist eine besondere Herausforderung, gibt es keinerlei Fotomaterialien. Das heißt, es gibt einfach eine Forschung in ganz verschiedenen Erinnerungen von verschiedenen ZeitzeugInnen. Und zusätzlich gibt es zum Beispiel Dokumente vom Arolsen Archive, die auch verschiedene, also das sind wieder Dokumente, die wiederum belegen, was Emmy erzählt. Also das ist eine sehr vielschichtige Arbeit. Was für mich auch eine Art von Recherchearbeit ist, ist das Skizzieren selbst. Das bedeutet, ich versuche das, was Emmy erzählt, in eine Zeichnung ins Bild zu setzen. Und erst durch das Skizzieren selbst kann ich auch wiederum beurteilen, ob das
wie das gewesen sein kann, beziehungsweise wie sind die Hintergründe. Also vieles, was ich noch nicht weiß, fällt mir auch erst beim Zeichnen auf, weil das ist wirklich, das für mich ist Zeichnen ja tatsächlich eine Form von Sichtbarmachung, auch für mich selbst, weil ich daran sehe, die vielen Dinge, die ich selber auch noch nicht weiß. Und das wiederum zu recherchieren. Und so entsteht dann Schicht für Schicht ein Versuch einer Rekonstruktion, der und am Schluss gehe ich dann auch mit Farbe rein. Also das sind viele Fragen, die eigentlich immer wechselseitig mit einer intuitiven und dann aber auch wieder eben ganz klar einem forschenden Ansatz passieren. Und dann bespreche ich das wieder mit Emmy, die selbst dann natürlich auch dann wieder eine Meinung dazu hat und sagt, das kann so sein, das war so nicht. Manchmal ist es wirklich auch so, dass sie sagt, anhand der Zeichnung erst, nee, so war das nicht. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel die Farbe der Kopftücher. Sie erinnert sich sehr stark da an eine Farbe, die Farbe Blau. Und ich konnte aber in meinen Recherchen nur finden, dass die Frauen in Ravensbrück weiße Kopftücher getragen hatten. Und da wird das so eine, das ist vielleicht ja ein Detail, aber sowas wird dann relativ entscheidend auch für meine Zeichnung. Und wir haben dann auch rausgefunden, es gab diese blauen Kopftücher, Erinnerung ist richtig, auch wenn man das, da mussten wir eine Weile forschen. Und diese fertigen Seiten gleiche ich dann auch wieder ab mit den Historikerinnen und Historikern, die beteiligt sind an dem Projekt. Und zum Beispiel auch meinen beiden zeichnenden Kollegen, die auch zeichnen. Also ich, das ist für mich auch bisher das Projekt, was am vielschichtigsten eigentlich ineinander greift. Also es gibt auf jeden Fall jetzt ein Datum und auch schon zwei Verlage, deren Zusage wir haben. Und das Buch wird erscheinen im Herbst 2022. Und das ist noch ein bisschen hin. Tatsächlich geben wir unsere Arbeiten aber jetzt auch schon im Frühjahr ab. Es wird enthalten von jedem von uns eine Geschichte. Also das heißt, wir haben hier drei Geschichten über verschiedene Überlebende in verschiedenen Umständen drin und auch einige Essays von den HistorikerInnen. Und wird zum Beispiel in Deutschland bei C.H. Beck erscheinen und da auch eigentlich vielleicht fast ein bisschen einen neuen Bereich beschreiten aus dieser Form von Graphic Novel und historisches Fachbuch und auch wiederum Roman. Also das ist hier eine Überschneidung, die sich da, finde ich, bei Verlag auch sehr sichtbar abbildet.